Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, alle Leute sind in dem Weihnachtsfieber und Weihnachtsgeschenke kaufen Stress. Richtig Katastrophe, ich sehe das jeden Tag. Der Verkehr wird immer mehr, die Straßen sind immer voller. Vielleicht sucht aber der eine oder andere von euch noch ein Geschenk und darüber geht's heute. Das heißt, was würdest du jemandem schenken, der ein bisschen fitnessverrückt ist, so wie zum Beispiel ich? Und ich möchte dir einfach ein paar Inspirationen geben, die du nutzen kannst, um deinen Liebsten, deiner Freundin, deinem Freund, deiner Familie, wem auch immer, der gerade Fitness und Sport macht, eine Freude zu machen. Das heißt, viel Spaß bei diesem Video. Yes, wenn du neu auf diesem Kanal bist, herzlich willkommen, mein Name ist Daniel. Auf diesem Kanal gibt es Fitness, Mindset, Nutrition und was sonst in meinem Leben passiert. Und heute gibt es Tipps, die du als Geschenk verwenden kannst für einen Fitness-Freak. Also lass mir gerne ein Abo da, ich würde mich sehr darüber freuen und wir sehen uns jede Woche in neuen Videos. Das heißt, es gibt immer wieder neuen Content für dich. Aber wir fangen direkt an mit dem ersten Geschenk. Erstes Geschenk, und zwar der einfachste tatsächlich, das einfachste ist zum Beispiel ein Proteinshaker. Jeder, der Fitness macht, kennt das da draußen. Ihr vergesst einmal den Shaker in eurem Auto oder sonst irgendwo und ihr könnt ihn wegschmeißen, weil er einfach ekelhaft stinkt, wenn da vorher Protein drin war. Das heißt, ihr könnt eigentlich nicht genug Proteinshaker haben. Ich habe da drüben im Regal so viele stehen, weil ich jeden Monat mir neun mitbestelle bei LSP, weil genau aus dem Grund, weil ich dann irgendwie einmal im Auto vergesse und der dann einfach richtig eklig stinkt. Das heißt, das ist eine günstige Alternative, nicht so teuer. Jeder kann sich darüber freuen. Es gibt auch ganz viele verschiedene Shaker in verschiedenen Ausführungen, günstige und auch teure. Und da ist eigentlich für jeden Geldbeutel auch was dabei. Tipp Nummer 2. Viele Supplement-Hersteller bieten zum Beispiel so Sample-Pakete an. Und das ist auch eine günstige Variante. Da findet ihr dann ganz viele kleine Tütchen, so ähnlich wie ihr das vielleicht früher noch von der FIBO kennt, wo euer Liebster mal sich durchprobieren kann durch die ganze Reihe an Proteingeschmack. Und das ist eigentlich eine super Sache, weil dann kann man später herausfinden, welchen Geschmack mag man am liebsten und welchen möchte man sich dann kaufen. Nummer 3. Eine Sporttasche oder einen Rucksack. Ich selber freue mich immer über sowas, weil meine Rucksäcke und Taschen haben einfach einen extremen Verschleiß, weil ich sie jeden Tag nutze und ich glaube, jeder, der Fitness macht, kennt das Problem, dass die Taschen einfach irgendwann verschlissen sind. Da geht dann schnell was kaputt, man packt mal zu viel rein, es läuft bei irgendwas drin aus. Eine neue Sporttasche ist immer cool, hat man immer dabei, kann man jeden Tag benutzen. Deswegen finde ich ein super Geschenk und auch für den mittleren Geldbeutel sozusagen eine gute Wahl. Yes, das nächste Geschenk, so ein bisschen technisch, habe ich gemerkt, jetzt im Lockdown und in der Winterzeit, eine richtig gute Sache und zwar so eine Stirnlampe. Das sind diese Lampen, die ihr wie so aus dem Bergbau kennt, die macht ihr so um die Stirn und dann leuchtet das Ding. Das ist gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit, wenn ihr draußen trainieren wollt, eine super Variante und da der Lockdown auch noch ein bisschen länger geht, könnte sich darüber der ein oder andere, der draußen trainieren geht und auch manchmal nach 17 Uhr noch draußen trainieren geht, sehr darüber freuen. Die Dinger kosten auch nicht viel, checkt das einfach mal ab. Ich habe hier keine Affiliate-Deals oder so, deswegen gebe ich euch einfach nur grob die Empfehlung raus, deswegen zeige ich euch auch keine Produkte, keine Bilder von diesen Sachen. Nummer 4. Der nächste Tipp sind Fitnessbänder, Terrabänder, Widerstandsbänder. Das sind alles Sachen, mit denen man sehr, sehr gut zu Hause trainieren kann und auch später noch ergänzend zum normalen Training, wenn die Gyms wieder aufhaben, auch noch sehr gut trainieren kann. Das heißt, checkt das auf jeden Fall ab. Die kosten auch nicht viel, gibt es in vielen, vielen Varianten, verschiedenen Stärken. Vielleicht kannst du so ein Set holen, wo ganz viele Sachen drin sind, alle Widerstände hast zum Beispiel. Da gibt es Bootybänder, die gehen um die Beine. Es gibt Terrabänder, damit kannst du den ganzen Körper trainieren. Es gibt so Bänder, die machst du irgendwo sonst wo fest und kannst damit den ganzen Körper trainieren. Ganz, ganz viele verschiedene Ausführungen. Wenn du da Fitnessbänder eingibst, wirst du die auf Amazon und Co. finden. So, der nächste Tipp, den habe ich auch hier, steht da hinten in der Küche und zwar ein Smoothie Maker. Jeder, der im Sommer mal Bock auf einen geilen Shake hat und mal den Protein-Kaffee machen will oder so, da habe ich zum Beispiel auch ein Tutorial für gemacht, wird sich über dieses Ding freuen. Die sind schon so ein bisschen teurer, aber noch nicht unbezahlbar. Ich glaube, für 80 Euro oder so ist man da schon im Game. Und das ist so ein Smoothie Maker, da kommt oben so ein Ding rein und habt unten einen Knopf, gibt nur einen und dann könnt ihr das Ganze auch verschließen. Da sind so verschiedene Flaschen mit dabei, könnt ihr dann mitnehmen überall hin. Mega coole Sache für alle, die auch morgens eher dann einen Shake machen statt eine richtige Mahlzeit, ist das einfach eine coole Sache und ja, würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Habe ich mich drüber gefreut, meine Mom hat es mir geschenkt. Dann der nächste Punkt, auch ein eher technisches Gerät und zwar passt es jetzt nicht vielleicht so in den Fitness-Content, aber wir benutzen ja unser Smartphone immer und immer mehr. Sei es, wenn du
Videos machst, Influencer bist oder wenn du deinen Trainingsplan da drauf hast, deine Ernährung damit trackst und dein Handy-Akku ist irgendwann leer. Das heißt, finde ich zum Beispiel eine Powerbank, freut sich eigentlich jeder drüber. Das ist für jeden praktisch. Jeder hat mittlerweile so ein Ding. Ich habe von Anker eine, so eine kleine schwarze und ich kann damit viermal mein Handy aufladen. Mega coole Sache und sind auch nicht mehr so teuer. Das heißt, eine Powerbank vielleicht auch als Ergänzung für irgendein anderes Geschenk. Super, super praktisch. Dann, nächstes Geschenk ist eine Faszienrolle. Jeder kennt mittlerweile Faszienrollen. Ich arbeite mit fast jeden Tag. Ich habe eine Black Roll hier und arbeite mit der wirklich daily für meinen Rücken, für meine Beine, besonders bei Muskelfaserriss. Einfach super, super Sache. Auch nicht so teuer und jeder sollte eigentlich mittlerweile so ein Ding zu Hause haben oder hat vielleicht auch schon. Aber wenn du oder deine Liebsten sowas noch nicht haben, könnte das auch eine gute Option für dich sein. Jetzt kommen wir in den etwas höherpreisigen Bereich und zwar kommen wir jetzt zu Kurzhanteln. Ich finde, ein Satz Kurzhanteln, ich habe hier das Glück, ich habe Kettlebells, aber ein Satz Kurzhanteln oder Kettlebells ist einfach eine super Sache. Mit Kurzhanteln kannst du einfach schon extrem viel zu Hause trainieren, auch sehr, sehr nah am Gym dran. Wenn du mal keine Zeit hast, ins Gym zu gehen, kannst du mit den Kurzhanteln trainieren oder aufgrund der aktuellen Situation sowieso eine praktische Sache. Aber Achtung, die Dinger sind nicht mehr so leicht zu bekommen im Moment. Das heißt, müsst ihr vielleicht gut recherchieren, auf Lieferzeiten achten, weil wenn das Ganze nicht bis Weihnachten da ist, macht das natürlich auch wenig Sinn. Der nächste Punkt auch Richtung Home-Workout-Equipment und zwar eine Klimmzugstange. Da gibt es auch ganz verschiedene Ausführungen. Ich würde abraten von der, die du so in den Türrahmen schraubst, weil da passieren einfach unglaublich viele Fails und kannst dich leicht verletzen. Aber es gibt so welche, die klappt man so oben drüber und das ist dann so verkantet. Die sind schon was besser, aber da gibt es dann auch welche, die du in die Decke schrauben kannst und ganz verschiedene Ausführungen, teure, günstige, aber mit einer Klimmzugstange und einem Satz Kurzhanteln zum Beispiel, kannst du eigentlich alles machen. Also da bist du echt, echt gut bedient zu Hause und kannst schon ordentlich trainieren. Der nächste Punkt ist auch dieses Jahr ein bisschen populärer geworden und zwar eine Akupressurmatte. Das sind so Matten, die machst du auf und dann sind da so ganz viele kleine Stacheln drin und mit diesen Stacheln legst du dich dann da drauf und das ist für deine Regeneration, Durchblutung und so auch eine sehr coole Sache, aber nicht für jedermann etwas, sondern da muss euer Partner oder euer Freund, eure Freundin schon ein bisschen affin für sein, für sowas, weil es ist auch am Anfang nicht ganz so angenehm, sich da drauf zu legen, aber es ist eine coole Sache, mal ein bisschen ein ausgefalleneres Geschenk, nicht ganz so Standard und vielleicht genau das Richtige für dich. Der nächste Punkt ist etwas, wo ich immer noch dran spare und das sind Bluetooth-Kopfhörer. Gute Bluetooth-Kopfhörer. Ich habe welche hier zu Hause von Urban Ears, aber die haben nicht so richtig geilen Bass. Ich bin da nicht so richtig zufrieden mit. Ihr kennt das, ihr trainiert im Gym, das Kabel hängt da, ihr kommt irgendwo mit euren Händen dran und das Kabel ist einfach immer im Weg. Und über Bluetooth-Kopfhörer freut sich jeder, der Sport macht, weil sie einfach für Sport richtig, richtig praktisch sind. Ich würde allerdings da schon auf die teureren Varianten zugreifen. Muss jetzt nicht direkt so AirPods sein, weil die sind ja krank teuer. Aber die günstigen Varianten sind einfach oft nicht so geil vom Klang. Wenn ihr so Kopfhörer reintut und das klingt so, als würdet ihr euer Handy ans Ohr halten, dann macht das Ganze auch keinen Spaß. Das nächste Segment ist jetzt schon relativ hochpreisig, auch genauso wie Bluetooth-Kopfhörer, aber etwas, was zumindest das Kochen ein bisschen erleichtert. Und das ist auch ein Punkt, finde ich auch cool, überlege ich mir auch anzuschaffen, und zwar eine Heißluftfritteuse. Wer das noch nicht kennt, checkt das auf jeden Fall mal ab. Das ist eine Fritteuse, die arbeitet nur mit heißer Luft und ihr könnt da dann trotzdem richtig geil Pommes und solche Sachen machen oder auch Fleisch. Ihr könnt eigentlich alles Mögliche da dann machen. Gibt es auch günstige und teure, würde ich vielleicht so ein mittleres Segment wählen, so nicht ganz so günstig, weil sonst gehen die nachher auch schnell kaputt oder da passt einfach kaum was rein. Aber das ist auch eine Sache, was ja die fettreduzierte Ernährung einfach ein bisschen unterstützt und ihr trotzdem zum Beispiel geile Pommes oder sowas zu Hause machen könnt. Und der letzte Punkt, wofür man richtig krass viel Geld auch ausgeben kann, ist ein geiles Küchenmesser. Richtig gute Messer sind auch richtig teuer. Aber wenn ihr daily vorkocht oder viel kocht für euch zu Hause oder euer Partner kocht viel, dann ist es ganz cool, wenn man ein richtig geiles, schönes, scharfes Messer zu Hause hat, womit ihr einfach alles machen könnt. Es ist ein, glaube ich, etwas, was auch lange hält. Man muss die natürlich innen wieder schärfen, aber es ist ein Geschenk, was ja lange währt und wovon man viel hat und was man fast jeden Tag auch benutzt. Und Geschenke, die man jeden Tag benutzt, finde ich immer, sind eine gute Option. Yes, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und hat euch vielleicht ein bisschen Inspiration gegeben, was ihr euren Liebsten schenken könnt. Ich werde dieses Jahr Weihnachten
nicht so viel verschenken. Ich werde, denke ich mal, nur meinen Eltern was holen, weil ja, bei uns ist im Dezember richtig krass viele Ausgaben und da versuchen wir ein bisschen zu sparen. Gerade durch Corona habe ich natürlich auch Einbußen gehabt, aber nichtsdestotrotz, eine Kleinigkeit sollte drin sein. Abonniert gerne meinen Kanal. Ich freue mich darüber. Wir knacken bald die 1000 und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Dann auch nicht mehr mit so Weihnachts-Shopping-Content, sondern wieder mit dem üblichen Content. Aber ich dachte so, komm, vielleicht sucht der ein oder andere nach so etwas. Und da wollte ich euch einfach weiterhelfen. Über die Geschenke, die ich euch gesagt habe, würde ich mich auf jeden Fall immer freuen. Das sind Sachen, die ich mir auch selber schenken würde. Also da seht ihr auf jeden Fall nicht falsch, wenn du zum Beispiel eine Frau bist und du willst deinem Freund etwas schenken, kannst du genau das machen. Also Leute, macht's gut, bleibt gesund und wir sehen uns bald wieder im nächsten Video. Ciao.